Und falls Sie sich fragen sollten, liebe Zuschauer, warum ich hier sitze mit der Zeitung, ich sage es Ihnen. Einer meiner besten Freunde, der Michi Seidel, ist gekommen und hat in der, wie heißt die Zeitung, eine großartige, die Matz. Die Matz? Märkische Allgemeine. Die Märkische Allgemeine, ein Interview gegeben. Ich bin fürs Optimistische zuständig. Danke, dass du da bist. Und darum unterhalten wir uns. Ich brauche bloß einen. Micha! Die Kraniche ziehen durch die Luft, Trompeten ihre Lieder. Auch wenn die Sonne untergeht, morgen kommt sie wieder. Hier wird gelebt, geliebt, gelacht, gelogen und gesoffen. Und wenn du nichts im Schilde führst, dann stehen die Türen dir offen. Hier bin ich nicht geboren und doch bin ich zu Haus. Der raue Wind streicht durch die langen Haare. Du sagst, wenn wir anfangen können, lieber? Hat schon, du hast schon die Klappe gemacht. Es läuft schon, Uwe. Eigentlich, dann übernimmst du doch die Führung. Ich übernehme doch nicht die Führung, ich bin nur mit. Nein. Das ist mein Spruch, der steht auch hier drunter. Hast du mir geklaut. Ich darf erst mal einschenken. Ja, sehr gern. Pass auf. Und zwar ist das hier, lieber Micha, ich freue mich unendlich. Bin aufgeregt seit anderthalb Tagen, habe Blutdruck 150 zu 90. Hab schon gehört. Und freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Das ist die Dresdner Dittstraße. Und ich habe mir überlegt, Meißner Porzellan, das passt nicht zu uns. Das passt nicht zu mir. Wir sind immer unterwegs gewesen. Wir sind ja auch alle beide Arbeiterkinder, verstehst du? Ja. Sowas gab es bei uns nie. Eine Sammeltasse hatten wir, die lag in der Schrankwand, die wurde auch nie benutzt. War das bei euch auch so? Ja, die wurde nur, wenn es wirklich war, wenn zum Guten, ganz, also wenn irgendwie was ganz Besonderes war, wurden die Sammeltasse. Wurde die auch genommen? Da wurde eine Sammeltasse mal genommen, ja. Aber ansonsten stand die nur da, Zum Sammeln eben. Zum Sammeln, genau. Der Grund, dass wir uns heute hier treffen dürfen, man muss ja wirklich sagen dürfen, man darf ja auch nicht mehr raus. Nee, ne? Aber zwei dürfen, ja. Mit Abstand. Mit Abstand. Haben wir auch extra eingehalten. Und du hast mir vor kurzer Zeit eine CD mal geschickt und ich war mir eigentlich von Anfang an darüber im Klaren, das muss was sein. Das kann gar nicht, nee. Weil ich weiß, wenn wir unterwegs waren, hast du immer gesagt, mein Sohn hat gesagt, Mensch, Fadi, mach doch mal ein Solo und red nicht bloß. Und nun hatten wir diese merkwürdige Zeit und du hast dir wirklich die Zeit genommen, Micha, ich wäre schon fast, ja, wie beim Wunschbriefkasten, pastoral. Du hast, lange Rede, kurzer Sinn, eine so super CD gemacht. Seidel singt ziemlich beste Lieder. Und bevor wir hier weitere Fragen stellen, sprich, damit ich dich erkenne. In dem Falle sing, damit ich dich erkenne. Wir gucken gleich mal rein. Die Welt zerfällt in tausend kleine Teile. Ich krieg das Puzzle einfach nicht zusammen. Die Welt zerfällt in tausend kleine Teile. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Wir fressen lieber Bio und uns frisst das System. Das Wasser aus dem Hahn ist nicht mehr meins. Die Hamster sind verschwunden, die Waffen kein Problem. Und jeder macht am Feierabend seins. Wir glotzen in die Ferne, ersticken bald den Müll und schicken unsere Äpfel nach Hawaii. Der Spekulant ist König, die Religion Konsum. Zum Ficken halten wir den Sonntag frei. Die Welt zerfällt in tausend kleine Teile. Ich krieg das Puzzle einfach nicht zusammen. Die Welt zerfällt in tausend kleine Teile. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Wir verraten nicht, wo es ist. Vielleicht besuchen wir dich ja mal. Oh. Mit Steimles Neuer Welt. Ja, das wäre schön. Und wenn du zu Hause bist, kommen wir auch mit dem, der Warti schafft das bis dorthin. Ja, der ist ja schnell. Das ist ja ein nach wie vor schönes Auto. Obwohl es jetzt ein anderer ist. Ich habe es gesehen. Ich habe ja die Steimles Neue Welt. Gucke ich mir ja an. Ich verfolge dich ja nach wie vor. Ich bin ja dein Führungsoffizier. Ja. Ich muss schon gucken, dass das ordentlich zugeht. Ja, und du hast auch ordentlich Kritik geübt. Ich habe auch gleich Kritik geübt. Ja. Aber ich will auch mal hier noch, weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an Mühlsen. Als wir in Mühlsen waren und immer jeden Morgen Kuchen gegessen haben. Das war eine unserer erfolgreichsten Sendungen. Ja, und weil wir ganz nah bei den Leuten waren. Ja, und immer gegessen haben. Und wo treffen sich die Leute? Vorm Bäcker.
Gar nicht anders. Nee. Deswegen. Und wir essen hier ausgezeichneten Mondstollen. Mondstollen? Wie der Sachse sagt. Der riecht saftig. Also. Mond macht dumm. Nee, auch nicht bei uns. Ja. Bei uns bewirkt das Gegenteil. Oh wir waren dumm und jetzt werden wir pleite. Mhm. Weil der so schön schmeckt. Und schöne, volle Backen. Mhm. Herrlich. Micha, dein sehr Urteil? Gut. Sehr gut. Gut, wirklich gut. Ein wunderbarer. Das Schlimmste ist, wenn man eingeladen wird, wo? Mhm. Und dann sagen die, oh, kosten Sie doch mal den Stollen. Und lügen muss. Ja, und dann. Mhm. Naja, das kommt doch auch mal vor. Dass man sagt, naja, man hat so geschmeckt, weil man auch niemanden beleidigen will oder irgend sowas. Na, da sagt man eher, man hat geschwindelt, aber eine Notschwindelei. Naja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also alle die Lieder, die ich gehört habe, auf dieser wunderbaren CD, übrigens auch ein ideales Weihnachtsgeschenk, die stellen wir gleich mal her. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Seidel singt ziemlich beste Lieder. Können Sie bestellen, liebe Gäste, bei Buschfunk. Ja. Und ich verspreche, in jeder, wie sagt man denn, in jeder aktuellen Kamera, machen wir einen kleinen Opener. Um Gottes Willen, da werden wir nicht, schalten wir nicht mehr ein. Nee, damit überhaupt nicht, im Gegenteil. Die Lieder sind alle herzlich, sie sind warmherzig. Und sie erzählen auf eine wunderbare Art und Weise, unaufgeregt, um was es geht. Keige tue, keige mache. Du preist deine neue Heimat, ja, ohne dass das Wort Heimat vorkommt. Ich sehe, dass du auf dem See zu Hause bist. Und du hast auch mal ein schönes Lied gemacht mit der Rohrdommel. Das fand ich auch großartig. Mach die Rohrdommel. Einfach herrlich. Ja, weil die... Ist die noch bei dir? Ich darf, oder hast, das darf ich ja nicht verraten. Ich darf nicht verraten, was bei mir ist. Ich darf gar nicht verraten, wo es ist. Nee, aber sonst kommen die alle, die ganzen. Nee, sonst darf man da nicht mehr baden, wenn man behauptet, man hätte eine Rohrdommel gehört. Dann war's das. Da siedeln die euch um, damit das Vieh dort wohnt. So ist es. So wird es sein. Es gibt ja nur noch 600 Brutpaare Rohrdommel. Macht sie. Ja. Und dann schwebt das über den See. Das ist auch nur eine kleine Weile, weil die ja balzen. Das machen die ja nur in der Balz. Ja. Ja, ja, das ist ja, die haben ja genauso eine... Was ich bei dir am See überhaupt zwei finden davon, das ist doch unglaublich. Ja, ich meine, eine Rohrdommel ist schon selten. Ja. Und hat dann noch ein Männel, oder? Naja, müssen ja zwei sein. Also, naja. Sind die, ich weiß nicht, vielleicht sind die ja homoerotisch. Ich weiß es nicht. Also, veranlagt. Herrlich. Also. Wir können ja mal das Thema wechseln. Okay. Wegen der Erotik. Ja, ja. Also, genau. Machen wir. Nee, du hast mich gefragt, warum ich das gemacht habe, weil ich das schon immer machen wollte. Ich habe ja auch schon lange Musik gemacht vorher beim Schauorchester Ungelenk. Absolut. Schauorchester Ungelenk, falls sich jemand jetzt fragen sollte, wer ist der Mann Vögel auf der Brille mit dem Beatmatz? Das war eine kleine Rohrdommel, die das war. Das war wahrscheinlich eine Rohrdommel, genau. Und ich wollte das schon immer machen und es gab natürlich... Mein Sohn, der gesagt hat, erzählst schon seit 30 Jahren. Meine Frau, die in Berlin wohnt, also wir haben so eine Fernbeziehung, hat gesagt, Mensch, mach doch mal die CD, da habe ich dich wenigstens in der Woche zu Hause. Ja? Das ist ein super Stichwort. Du hast einen Titel hier drauf gemacht. Ich habe lange kein so großartiges Liebeslied gehört, wie das, was du dort singst. Als Liebeslied an deine Liebste. Mir nur noch auf meinen Geist, außer dir, mein Schatz, ich hoffe, du weißt. Irgendwie gehen all die anderen mir gewaltig gegen Strich, außer dir, du weißt, ich liebe nur dich. Und alles, was du machst, Micha, es ist leicht, es ist ohne Zeigefinger und wem dieses Hörbuch nicht gefällt, umsonst gelebt. Es ist wirklich so. Nee. Also ich habe nur das große Glück, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich dachte ja, du hättest jetzt gesagt, ich kam nie dazu, weil wir immer unterwegs waren. Ja. Damals noch mit unserer... Gut, das kann ich auch sagen. Schön. Also ich kam nicht dazu... Ja. Weil wir immer unterwegs waren. Es war ja wirklich so. Wir hatten ja wirklich 7 sehr intensive Jahre beim Sender. Und
da hat man wirklich nicht so viel Zeit gehabt. Und ich habe die Platte auch nicht gemacht, weil jetzt Corona war, sondern weil ich sie einfach unbedingt machen wollte und musste. Ja, die und war dran. Die war dran. Ja. Man muss ja auch was machen. Also wenn man nur zu Hause sitzt, ich mag keine Leute, die immer nur quatschen, dass sie irgendwas machen, sondern man muss es machen. Man muss es anfangen und man muss es auch zu Ende bringen. Ich muss dazu, eins möchte ich noch sagen dazu. Mhm. Diese CD lebt vor allen Dingen von unglaublich guten Musikern und Musikanten, die mitgespielt haben. Und ob das jetzt, ja, also ich habe hier, mir fallen sie alle ein, aber bevor ich irgendjemand, Tobias Morgenstern hat Akkordeon gespielt, die Polkaholics haben geblasen, Christoph Frenz hat Bass gespielt, auch Andreas Dormann vom Mokka FD Orchester von Babylon Berlin hat Klarinette gespielt, Stefan Schirmacher, der schon überall gespielt hat, Hansi Biebel und dazu hat Gitarre gespielt, Wolfgang Meiering hat Mandoline gespielt, Professor Jörg Wachsmuth hat Tüber gespielt. Unvergessen. Frieda Meier ist die Geigerin von Roland Kaiserbett, Tobias B. Deutung Unterberg, Cello gespielt, großer Künstler. Michael Wacki war das Bass. Frank Deutscher vom Stadtschnepp. Ach, natürlich. Hat Bandoneon gespielt. Paul Seidel, mein Sohn, Schlagzeug. Und wie er es gemacht hat. Also, was das hat mich berührt. Finde ich auch immer toll. Du nennst ja die anderen eher. Ja, weil das ohne dem geht es nicht. Weil, wenn du im Studio bist und die Musiker keine Lust haben und nichts dazugeben, dann wird es auch nicht schön. Aber sie haben die Lieder eigentlich zu dem gemacht, was sie sind. Sie haben sie veredelt. Sie haben sozusagen das Krönchen draufgegeben. Mhm. Und als ich es dann gehört habe, wenn sie gespielt haben und wenn sie gesagt haben, darf ich das spielen? Ich sage, nur spiel. Ja. Mach das. Das ist ja, man macht ein Angebot und dann kommt was dazu. Mhm. Also es ist ja ungefähr so auch unsere Arbeitsweise fast gewesen. Wir haben uns ja quasi die Bälle hin und her geschoben oder wir haben gesagt, okay, wir fahren jetzt mal dahin, wir gucken mal. Und wir waren abhängig davon, von den Menschen, die wir getroffen haben. Und ich war im Studio auch abhängig von den Musikern, die das alles so schön gemacht haben für mich. Und da bin ich ganz, also ich bin einfach nur dankbar, also dass ich die alle gekriegt habe und dass die das gemacht haben für mich. Deswegen schlage ich an der Stelle vor, wir können uns unbedingt nochmal eine ganz schöne Sentenz. Ein Titel, der dir sehr am Herzen liegt. Also wir machen wirklich nur einen Mini-Einspieler. Raus mit den Tomaten. Raus mit den Tomaten. Herrlich. Bitte. Raus mit den Tomaten, raus aus meinem Land. Invasive Arten werden jetzt verbannt. All die Kormorane scheißen uns nur zu und die braunen Schnecken kleben mir am Schuh. Hoffentlich kriegt man da nie mit den Umweltschützern Probleme, weil die da mit Lebensmitteln geschmissen wurden. Haben die dich wirklich getroffen? Ja, auch unter der Gürtellinie. Und wann musst du abgebrochen werden? Nein, hat man ja nur eine Chance. Ah, ja. Also man sagt einmal, und man muss die Tomaten vorher auch einweichen, weil wenn die bloß so hart sind, so wie du sie kaufst, dann platzen die ja auch nicht. Ach. Also musst du die sozusagen in heißes Wasser machen, ein bisschen aufkochen, damit die so ein bisschen platzen schon und heiß sind. Und dann nimmst du die und hatte jeder so einen Korb und so eine Schüssel, haben die alle großen Spaß gehabt, haben auch welche aus dem Dorf mitgemacht, die durften mich alle beschmeißen mit Tomaten. Beschmeißen. Das, was sich jeder Politiker wünscht, nicht wünscht, das hast du in der vollen Dröhnung abgekriegt. Herrlich. Als nächstes, lieber Micha, machst du, darf man schon sagen, wann das kommt? Was? Ne, du hast doch mit dem Herrn Bulthaupt eine... Bulli Bulthaupt, habe ich, genau, sagenhaft. Eine. Sagenhaft. Tirol, habe ich gehört. Sagenhaft Tirol, habe ich gedreht. Die durften immer raus. Wir waren immer nur für Sachsen. Wir waren drin. Naja, aber uns hat es doch Spaß gemacht. Nee, wir waren auch für Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also so durften wir das nicht sagen. Aber NDR-Gebiet, ne? Ja, die hatten alles abgekratzt, dann durften sie. Nein, ich habe eine Sendung gemacht mit dem Axel. Sagenhaft. Kennt ihr auch der eine oder andere. Natürlich. Sagenhaft Tirol kommt am 23. Januar. Ach du, das ist ja noch ein Stückchen hin. Ja, ob man das... Ob man was. Naja, nee, ob wir. Ob wir da noch was. 23 Jahre? Naja, wenn man, ich meine, du hast es ja auch mitbekommen und wir haben uns darüber Gott sei Dank auch ähnlich unterhalten.
wenn man mitbekommt, dass im ZDF jetzt schon angekündigt wird, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Aufmacher von Herrn Siebert, es kann sein, wir befinden uns kurz vorm Krieg. Also da fällt mir unschwer. Naja, das ist unfassbar. Das muss man nicht machen. Nee. Das muss man noch nicht Angst machen. Und Schrecken. Und für mich wirkt das wie sich, wie sagt man, selbsterfüllende Prophezeiung. Geht überhaupt nicht. In Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Aber unsere Frau Baerbock hat ja gesagt, ihre Art und Weise Außenpolitik zu machen ist Dialog und Härte. Dialog und Härte, an was erinnert mich das? Sag du es bitte. Zuckerbrot und Peitsche. Und das von der Baerbock. Von der Baerbock. Mehr kannst du nicht. An der Stelle würde ich sagen. Das hat sie verbaerbockt. Absolut. Welchen Titel wollen wir noch hören, Micha? Ich weiß gar nicht, was haben wir schon gespielt? Wir haben alles schon, oder? Nee, das, ja. Das ist mein Land. Hier ist mein Land, hier ja. Ist mein Land. Ich finde, der passt super. Ja, also das ist, muss ich auch ehrlich sagen, ich bin hier auch sehr, sehr glücklich da, wo ich wohne. Also du hast mich ja auch immer gefragt, nach Brandenburg, Sachsen-Unvorstellbar. Für dich sowieso als Dresdner niemals würdest du irgendwo anders hinziehen. Aber, bist du in Dresdner? Naja, ich bin auch in Dresdner, aber trotzdem, ich bin ja vorher schon immer überall rum und war schon in Berlin und sowas. Und dort habe ich wirklich jetzt mein Zuhause gefunden und das ist sehr schön. Hier bin ich nicht geboren und doch bin ich zu Haus. Der raue Wind streicht durch die langen Haare. Hier habe ich mich verloren, so zwischen Katz und Maus. Und aus den Wurzeln schneid ich meine Bahre. Und unter meinen Füßen knirschen Steine. Die Sohlen drücken sich in weichen Sand. Ein Lächeln zieht vom Kopf in meine Beine. Hier ist mein Land, hier ist mein Land. Man sich an Farben satt, das kann kein Maler malen. Hier tauscht man Honig gegen Wurst und muss nicht mal bezahlen. Hier sagt man sich noch guten Tag und drückt die Hand zum Gruße. Und steckt der Trecker im Morast, wird Faulheit schnell zur Muße. Hier bin ich nicht geboren und doch bin ich zu Haus. Der raue Wind streicht durch die langen Haare. Und da gibt es auch noch ein Gemeinwesen. Ja. Das ist das ganz Schöne in dem Dorf. Hält da hilft man gegenseitig. Sich noch. Jetzt ist mir gerade der Zaun umgekippt beim Sturm. Da kam gleich das Angebot Wochenende Subotnik. Ja. Und nicht von mir, sondern von den anderen, die gleich gesagt haben, Mensch, machen wir wieder ganz alles zusammen. Toll. Kiste Bier dazu, kleinen Schnaps. Wie sich's gehört. Ja, wie sich's gehört. Und dann habe ich gehört, ihr kaubelt auch untereinander. Wir kaubeln. Ja, ich singe das ja sogar in dem Lied. Ja. Also, zum Beispiel mein Nachbar hat mir angeboten, er würde mir einen Aal fangen, wenn ich ihm ein Glas Honig gebe. Und dann habe ich letztes Jahr aber, oder vorletztes Jahr war dann das Dilemma, dass ich Honig hatte, aber er kein Aal. Naja, dann habe ich ihm doch Honig gegeben dann. Aber, ja, und hast dann vier Schmiersenkel gekriegt. Ja, ja. Oder Wurst und ja, das ist... Es ist vielleicht ja Selbstversorgung. Es geht ja in Richtung Selbstversorgung. Ja. Wenn es wieder losgeht überall, dann ist man, zieht man sich tatsächlich wieder wahrscheinlich in die Einsamkeit aufs Einzelne zurück und versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Oder einfach bescheiden und zu leben und vielleicht auch nicht ganz so erregt zu sein, wie die ganze Welt zurzeit ist, sondern Gelassenheit zu suchen. Und auf dem Dorf gibt es doch relativ oftmals noch eine andere Gelassenheit wie in den Städten und in der großen, weiten Welt. In der sogenannten weiten Welt. Das merkt man übrigens auch all deinen Liedern an, die verbreiten eine unglaubliche Sicherheit. Also du als Bundespräsident, dann würde ich sagen, kann uns nichts passieren. Und es gibt ja Leute, die reden von Bescheidenheit und von Sicherheit und von Einfachheit. Und bei dir merkt man das wirklich. Eben keke tue, keke mache. Ist mir eigentlich auch erstaunlich, dass das darüber hinaus getragen hat, obwohl wir nicht mehr zusammen sind. Ja, das wundert mich auch. Das hat abgefärbt von dir, diese Gelassenheit. Nee, genau. Genau. Nee, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, also im nächsten Jahr, lieber Micha, wenn ich das darf, komme ich dich mal
besuchen. Das ist ja, ja hiermit auch versprochen. Da machen wir eine Seidelswelt. Seidelswelt! Genau. Das ist ein schönes Stichwort. Seidelswelt. Gab es eigentlich eine Geschichte, lieber Micha, wo du sagst, das war eine der schönsten, die wir miteinander gedreht haben von Steimleswelt? Also für dich, weil ich kann... Ja, sagen, ich habe auch... muss ich eigentlich mal sagen, ich habe mir mal alles so durchgeguckt oder so ein bisschen durchgeguckt, was wir gemacht haben. Das ist ja unglaublich. Ich habe schon vieles wieder vergessen gehabt ja, oder irgend sowas. Aber es gibt schon so Highlights, wie die Frau Weser in Eisleben war das? Eisleben, ja. Lutherstadt Eisleben. Die dann da mit ihren 93 oder 94 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt sie war. Die zerrisch war, die war zerrisch am Anfang. Ganz furchtbar. Die Stimme war eng, die hat gesagt, ich hüppe hier nie rum, bloß weil ihr ja vom Sender kommt. Wer hat denn euch überhaupt geschickt? Dann zog sie sich dieses Kleid an. Ja. Also dieses, und tanzte und man dachte, sie ist wieder 18. Ja. Und ich weiß noch, dass wir, also wir haben beide, während die getanzt hat, ein Tränlein. Absolut. Ja, hab ich nie vergessen. Das gucken wir uns doch gleich nochmal an. Das war großartig. Und auch, du hast völlig recht, als wir da in Mühlsen waren, der Dr. Planitzer, an den erinnere ich mich immer, der sah aus wie die Rindviecher. Also ich meine das ganz positiv. Ja, ja. Manchmal denke ich ja auch, suchen sich die Tiere die Menschen aus oder die Menschen die Tiere. Und der, also die Rinder waren ja wirklich toll anzusehen. Und der war ja dort LPG-Angestellter, beziehungsweise hatte 5000 Rindviecher unter sich zu DDR-Zeiten und hat dann noch weiter gezüchtet. Und was für tolle, gemütliche Rindviecher dort. Ja, so gemütlich waren die nie. Nee? Die hatten so eine großen Hörner. Ja, stimmt. Also eine, das war ja, so ein Rotvieh, oder? Ja, ja, ich bin dort ohne raus. Aber die waren, ja, das waren auch schon damals Mutanten. Mhm. Ja. Nee, das gab so viele schöne Sachen. Die wir, erinnerst du dich noch an den mit den Glasdingern? Ja, der war selber, der war super. Vor allem, der war sofort trocken. Der war aus so einem Musikerdorf. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja. In Thüringen oder irgend sowas. Ja. Der war, und die meisten kannten wir eben gar nicht und haben uns überraschen lassen, was für ein Reichtum in unserem Sendegebiet vorhanden ist. Und das letzten Endes, das haben wir immer gesagt, jeder, wenn man ihn ernst nimmt, eine Geschichte zu erzählen hat. Auf jeden Fall, jeder Mensch. Aber jeder. Das fehlt auch ein bisschen, sag ich mal so. Es ja, fehlt ein bisschen auch im Fernsehen mir, dass einfach so die kleinen Menschengeschichten eine Rolle spielen, ja, ohne Inszenierung, ohne großes Piff, Buff, Puff, sondern einfach gucken, was die Leute einfach ja, selbst erzählen wollen. Weil sie eigentlich, wenn man sich irgendwo hinsetzt mit jemandem, die Leute sind glücklich, wenn sie dir was erzählen können, wenn sie die Geschichten erzählen können. Meistenteils jedenfalls. Und jeder hat irgendwas auf dem Herzen, was er erzählen muss. Und jeder hat auch irgendwas gemacht in seinem Leben, was bemerkenswert ist. Ja, insofern hat Fernsehen auch eine,
eine Zukunft im allerbesten Sinne wie eine Art Therapie auch. Also wenn man das wirklich ernst nimmt und eben, ja. Na, mal ja. Sehen, wie lange es das Fernsehen noch gibt. Jetzt ist ja alles nur noch bei... im. Naja, ich glaube, dass wir, also wenn wir wieder antreten, Micha... Wenn wir wieder losmachen... Da wird, hat das Fernsehen eine ganz große Zukunft. Ganz das können wir auch mal unbescheiden sagen. Ja, und eine der Geschichten, an die ich mich auch erinnere, die wir unbedingt mit zeigen sollten, diese großartige Frau... Erika Schirmer, unvergessen, einfach Weltniveau. Da gucken wir auch nochmal rein. Ja. Die Zeit nehmen wir uns, also was soll denn das? Kann doch keiner was sagen. Und wenn ich fragen darf, wie sind Sie denn damals auf die Idee gekommen? Das haben Sie doch alles gelesen. Ja, aber die Leute doch nicht, die Fernsehzuschauer wissen doch nicht. Es gibt doch auch viele Junge, wissen Sie, das ist ja das schöne Verbindende hier auch beim Fernsehen, dass wir auch junge Leute mitnehmen. Ja. Ja, also es ist also 49 entstanden, 48 habe ich angefangen, meine ersten Kinderlieder zu schreiben, ja. Und habe die beim Verlag Volk und Wissen, hieß das damals, mhm. Und Neue Erziehung und dann die Kindergärtnerin, hat sich ja immer wieder noch verändert. Da habe ich eingeschickt und siehe da, die wurden veröffentlicht. Unglaublich. Das erste war ein Winterlied. Ja. Ja. Naja, und dann im März ist das gewesen, 49, da habe ich dieses Lied geschrieben. Und zwar habe ich das erste Plakat gesehen von Picasso. Genau. Dahinter. Ja. Und da habe ich die Taube gesehen. Und ich meine, das war ja 1949 ein ganz erstaunlicher Anblick bei den Trümmern gerade hier in Nordhausen, alles kaputt. Und die Taube, die hat mir so gut gefallen. Und dann im Nu war der Text da, ich habe es gesungen. Meine Kinder haben es gelernt, meine Erzieher haben das dann mitgenommen und so ist das weggegangen. Dann habe ich das mal eingeschickt, wurde sofort veröffentlicht. Mhm. Naja, und dann habe ich aber überhaupt nichts mehr dazu getan. Nein. Das Lied ist alleine geflogen. Ja. Liebe Frau Schirmer, wenn ich fragen darf, was... Sagen Sie mal, woher kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor? Das weiß ich nicht, ich bin manchmal in Nordhausen. Mir ist es, als hätte ich sie schon irgendwo gesehen. Gut, weiter im Text. Ja. Ja. Ja, wenn Sie sagen, Sie spielen das manchmal auf Ihrem Keyboard, könnten wir das vielleicht sogar noch mal hören? Dass Sie ich soll mein Lied singen? Nun? Nein. Nein. Mit 90 nicht mehr. Okay. Das, ich glaube, das verstehen Sie. Oder, ansonsten, oder Sie spielen und ich singe. Ich habe ja die erste Strophe auf jeden Fall noch im Kopf. Ja, das können wir machen. Hä? Also wenn das ich mir das wünschen dürfte zum Weltfriedenstag, das wäre herrlich. Ja, hören Sie mal. Dann würden Sie mich glücklich machen. Dann machen Sie mir eine große Freude. Das machen wir. Herrlich. Ja? Danke. Wollen wir das Keyboard hier rüberholen? Gerne, nur freilich machen wir das. Singen Sie es mit, ja? Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land. Allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohl bekannt. Fliege übers große Wasser, fliege Berg und Tal. Menschen Frieden, grüß sie tausendmal. Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück. Kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück. Ich finde das wunderschön. Liebe Frau Schirmer, danke, dass Sie uns reingelassen haben und geduldig uns alles erzählt haben, wie Sie dazu gekommen sind. Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wohin die Reise geht. Erinnerung ist schon wichtig. Ja. Also man sollte sich nicht nur in Erinnerung durchs Leben gehen. Nein, wir sind ja hier unter Wunschbriefkasten. Nee. Das wäre eigentlich auch mal eine schöne Idee. Vielleicht können Sie uns sagen, liebe Gäste und Fernsehzuschauer hier, auf diesem kleinen Kanal, wo Sie sagen würden, ach, das wird man gerne noch mal sehen. Ach, war das schön. Was kannst du machen, ja.
Warum nicht? Ja. Und dann füllen wir das nochmal ein, entsprechend. Was hast du jetzt als nächstes vor, Micha? Ich, jetzt kommt ja erstmal Weihnachten. Ja. Mhm, und gucken, ob wir esst ihr Stollen? Ne, wir essen Stollen. Also ich esse Stollen. Meine Frau isst zum Beispiel nicht kein Stollen gerne. Also, nee. Aber es ist ja ihre eigene Entscheidung. Ja. Ne, die isst sowieso nichts Süßes so gerne. Das ist also, dafür isst sie lieber mal ein schönes Steak. Mhm. Ne? Ich muss mich vorbereiten. Ich muss ja, erstens will ich im Film was machen, aber da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Ich muss mein Programm vorbereiten. Ich will ja auf die Bühne. Mit der Steinnis? Mit Steinnis? Das ist nicht Steinnis. Ist nicht Steimle singt. Mit Steimle singt? Ne, singt. Steimle singt und Seidel singt. Steimle singt und Seidel singt. Seidel schwimmt, genau. Du gehst da wirklich, willst du wirklich? Auf jeden Fall. Ich habe schon einen Termin. Ein Termin, Weltpremiere ist am 1. Mai nächsten Jahres. Sehr schön. Ja, wo dürfen die Leute dich sehen am 1. Mai? In Köpenick, aber das ist eine ganz kleine Sache, Berlin-Köpenick. Da passen nur 60 Leute rein, da möchte ich jetzt nicht alle einladen. Das ist, aber ich das hoffe, ist hiermit schon ausverkauft. Ich hoffe, dass wir dann ab dem 1. Mai so ein paar Punkte auch in Mitteldeutschland oder sonst wo hinkriegen, wo ich dann spielen kann mit 1, 2, 3 Musikern. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wie viele mitmachen. Und es wird bestimmt sehr schön, weil wir nicht nur singen, bestimmt auch ein bisschen quatschen und ein bisschen Spaß machen. Auf der Bühne erzählt euch Geschichten? Ja, ich denke schon. Man hat ja auch immer doch irgendwie noch was zu erzählen. Sag an. Also, ich kann nur sagen, ich bin fast neidisch, dass ich da nicht mitmachen darf. Ich lade dich mal ein. Das ist schön. Ne? Und wenn immer Sie die Zeit haben und Menschen in Ihrer Umgebung kennen, denen Sie eine Freude machen wollen, ich verbürge mich dafür. Seidel singt ziemlich beste Lieder beim Buschfunk Verlag käuflich zu erwerben. Und Micha würden Sie auch eine Riesenfreude machen, weil da kann der auch bis Weihnachten sich da noch... Da kann ich auch ein paar Geschenke kaufen für die Kinder in der Enkel. Für die vielen Fenster, genau. Also, danke Micha. Ja. Einstweilen. Einstweilen. Einstweilen ist auch ein schönes Wort. Ja, das ist ein super schönes Wort. Einstweilen. Ja. Und auch eine super Aufmachung. Ja. Danke. Auch wenn du nicht mein Freund wärst, ich hätte es beworben. Ja. Das ist großartig. Ich freue mich, dass ich da wirklich deinen Nerv getroffen habe. Ein Seidel auf den Kopf getroffen. Genau. Nagel auf den Kopf. Genau. Was mitgebracht, die ist ein bisschen zerruppt, aber ja. Das hätte mir eigentlich lieber eine zerruppte als eine tote. Weil ich nämlich, jetzt hat mir irgendjemand zugetragen, wo ich ganz sprachlos war, dass jemand auf der Straße kam, so junge Leute oder so, da stand, hatte da eine Friedenstaube auf der Tüte und die wussten nicht, was das ist. Nein. Die wussten nicht, was eine Friedenstaube ist oder dass es eine Friedenstaube ist. Mhm. Und ich denke, es ist schade, dass das es darf aus der Geschichte oder aus dem Menschengedenken nicht weggehen, dass man weiß, dass das eine Friedenstaube ist und dass die vielleicht von Picasso ist oder dass man sollte dann vielleicht den Schülern in der Schule wieder gelehrt werden. Absolut. Ja. Ohne Frieden? Ist gar nichts, nämlich. So ist es. Erika Schirmer ist einfach großartig. Ja. Mhm. Und wollen wir vielleicht noch was Schönes singen? Wir haben ja immer auf unserem Live, viele Leute werden jetzt fragen, warum spielen sie eigentlich nicht mehr live, nur weil wir nicht spielen dürfen. Im Moment? Im Moment jedenfalls. Ich habe noch meinen Text mitgebracht, falls du nicht mehr kennst. Mhm. Ne? Mhm. Die Gedanken sind frei. Mhm. Die haben es gut. Die haben es gut. Das Lieblingslied der Deutschen. Volkslied. Lieblingsvolkslied. Ja. Genau. Die anderen, das ist Lieblings Lene Fischer. Ist von Lene Fischer. Genau. Herzbebe oder sowas. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket,
doch alles in der Still. Und wie es sich schicket, mein Wunsch, mein Begehren, kann niemand verwehren, es bleibe dabei. Das reicht, hä? Das reicht. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich allen meinen Gästen hier im Wunschbriefkasten stelle. Das ist ja mittlerweile schon die 294. Ausgabe. Oh, das ist ja toll. Ja, ich habe mir gedacht. Ich gratuliere. Was ist dein Lieblingsessen, Micha? Mein Lieblingsessen ist tatsächlich immer schon Grießbrei gewesen. Nee! Grießbrei habe ich, also ich liebe Grießbrei. Ich habe zum 40. als ich 40 Geburtstag hatte, habe ich einen großen Keramiktopf bekommen mit 3 Liter Grießbrei und Erdbeeren, der war abends alle. Wie machst du den vielleicht? Ich mache den nicht selber. Ich habe den immer nur mir machen lassen. Ja. Mit Erdbeeren. Ansonsten muss ich sagen, habe ich in den. Und auch so, warte mal, auch so mit Butter? Mit Butter. Und dann und Suppe und Zimt, oder wie das heißt? Suppe und Zimt. Suppe und Zimt. Und mir reicht dann auch, mir reicht eigentlich dann auch, wenn Erdbeeren ist, da brauche ich den Zimt nicht dazu. Hm. Okay, aber, das ist auch ein toller Satz. Mir reicht's, wenn es Erdbeeren ist, da brauche ich den Zimt nicht dazu. Nee. Also das war immer mein Lieblingsessen. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich also querbeet, weil ich koche sehr gerne. Mhm. Und ja, Hausmannskost. Also meine Damen, wenn Sie mal... Nee, ich bin ja vergeben. Ne? Aber, aber Königsberger Klopse kann ich zum Beispiel ausgezeichnet. Königsberger Klopse? Absolut, natürlich. Doch, sag Kaliningrader. So. Kaliningrader. Sonst denken die wieder, wir wollen das wieder haben. Nee, Königsberger Klopse. Mhm. So sind sie. Schön mit Sardellenpaste. Ja, mhm. Und Kapern. Kapern. Kapern ohne Ende. Ja. Mhm. Das war ja auch... vom Störtebäcker das Lieblingsessen. Ja? Kapern. Ja. Ach so, stimmt. Jetzt habe ich es auch verstanden. Mensch, Micha, wir können uns eigentlich jede Woche hier treffen. Jede Woche. Da gibt es ein schönes Stück Kuchen. Vielleicht wiederholen wir das mal, wenn es bei den Leuten ankommt. Naja, man weiß es ja nicht. Vielleicht wollen die auch lieber das harte politische Wort. Oder diesen Kabarettismus. Ich habe mich davon verabschiedet. Hast du dich davon verabschiedet? Nee, das glaube ich nicht. Nee, was heißt verabschiedet, aber... Du merkst, du willst Brücken bauen und wirst dann doch missverstanden und das ist eigentlich auch furchtbar. Deswegen war das für mich auch heute eine ganz große Riesenfreude, dass du hierher gekommen bist. Hast denn, ich meine, du bist 3,5 Stunden dort von... Das mache ich gerne. Wie heißt der See? Ventusee. Ventusee. Mhm. Wenn du mal so in den See du mal so zu mir kommst, da zeige ich dir den See. Genau. Ja? Und du bist Imker? Ich bin Imker. Genau. Absolut toll. Ja. Das hast ist mir auch 3 Gläseln mitgebracht. 3 Gläseln Honig, genau. Und du kriegst von mir noch einen schönen Reichstagsbrand. Ach, das ist toll. Nee, der schmeckt auch wirklich gut. Und es ist wirklich versprochen für einen guten Zweck. Für was sollte man sonst diesen Brand einsetzen? Mhm. Nur für gute Zwecke. Nur für gute Zwecke. Und wenn man auch trinkt. Trunken wird. Auch das ist ein guter Zweck. Absolut. Absolut. Ja. Nee, ich sage, du hast ja gerade gesagt, Brücken bauen ist ganz wichtig. In dieser ganz erregten Zeit muss man auch mal ein bisschen einen Ball flach halten, ein bisschen runterfahren. Und ich kann mich erinnern, das ist wirklich in Erinnerung, weil wir vorhin von Erinnerung gesprochen haben, es gab früher ergebnisoffene Diskussionen. Ja. Das wünsche ich mir zurück. Ergebnisoffene Diskussion. Ohne, dass gleich von vornherein klar ist, der ist schwarz, der ist weiß, der ist links, der ist rechts, der ist oben, der ist unten. Da hat man sich hingesetzt und hat den anderen respektiert in seiner Meinung, wollte nicht irgendwie drüber sein über irgendjemanden und hat sich hingesetzt, hat es ist rausgegangen und gesagt, ja, das ist so, das sieht das. Dann sieht er das eben so. Und hat sich dann nicht danach gleich auf die Birne gehauen. Das ist fast ein, zum 3. Advent fast ein richtig tolles Schlusswort, auch für Weihnachten. Ich sage jetzt immer, ich will staunen. Sehr gut. Ich will staunen, ich muss da auch nicht zu allen mich verhalten. Und, na gut, das ist vielleicht auch
im Alter wird man dann ein bisschen Butz, mit so hohem Blutdruck. Ein bisschen Butz. Mit so hohem Blutdruck, ja. Ja, du musst, du hast ja, wir haben ja heute schon festgestellt, vorher, bevor wir uns hier hingesetzt haben, dass Wirsing den Blutdruck senkt. Und warum? Wegen der Mineralien, Kalzium oder was Kalium. Da, Kalium oder Kalium. Was da drin ist. Also, so ein Stein. Liebe Zuschauer dieses kleinen Kanals, sagen Sie es bitte weiter, essen Sie möglichst viel Kalium, lassen Sie den Blutdruck damit unten und danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Mit Micha Seidel. Ja. Und seinem wunderbaren Album Seidel singt. Und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, können wir es ohne ändern. Wo, in welche Kamera müssen wir jetzt winken? Für dich sind alle drei da. Reicht nacheinander. So. Danke, Micha. Ich könnte gleich wieder anfangen. Ja. Ich steige gleich ein. Und so machen wir es. Danke. Sag mal, Micha, wenn jetzt einer von uns beten stirbt, ja. Was wird denn da aus mir? Da kannst du dich um mein Grab kümmern. Um deine. Ja. Aber ich will gar kein Grab haben. Nee, komm, du bist ein gottesfürchtiger Mensch. Wir lassen uns doch im Gottesacker. Sehbestattung? Irgendwie. Raus mit der Asche, weg ist. So wie ich dich kenne, lässt du dich von deinen Bienen wegtragen. Das kann sein, ja. Ich schnalle mir die Bienen an und dann fliege ich davon. Ja, das hast du schön gesagt.